Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird immer kälter draußen. Der Herbst ist da, der Winter kommt näher und das ist die typische Dutch Ofen Zeit. Und genau deswegen haben wir aufgestockt und uns überlegt, heute machen wir mal einen Einsteiger-Guide. Was für ein Dutch Ofen brauche ich, welche Größe ist die richtige, Füße, ja, nein, vielleicht und so weiter. Das alles klären wir genau jetzt. Viel Spaß! Fallen wir direkt mit der Haus in der Tür, mit der Tür ins, ähm, wir um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, so ist es richtig. Fangen wir mit der Größe an. Welche Größe ist die richtige? Und die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil es eine sehr individuelle Frage ist. Was ich euch aber sagen kann und das ist wichtig: Diese Dutch öven Ich frage mich immer noch, wie der Plural ist. Ist er Dutch? Dutch Ovens, Dutch Öfen, Oven, Döpfe, was auch immer. Ihr wisst es, der Plura von Dutch Oven, äh, Dutch Öfen bei mir jetzt, haben immer eine Bezeichnung. Hier zum Beispiel DO9P. DO9P. Es gibt auch ein DO45 oder ein FT6, FT9, die haben verschiedene Bezeichnungen. Aber diese Zahl, die da steht, ist nicht irgendeine Größe, die man gar nicht einschätzen kann, sondern die Zahl bezieht sich immer auf das Füllvolumen. Das heißt, in einen Dutch Oven der Größe DO9, FT9, Größe 9, was auch immer, passen ungefähr 9 Liter Flüssigkeit rein. In einen 4,5er, 45er, wie auch immer, passen dann circa 4,5, 4,2 bis 4,5 Liter rein. In einen 6er ungefähr 6, in einen 12er ungefähr 12, meistens sogar eher 13. Aber es bezieht sich eben auf das Füllvolumen. Das heißt, wenn du für 2 bis 4 Personen Dutch Oven suchst, empfehle ich einen 4,5er, weil 4,5 Liter in aller Regel reichen. Wenn du sagst, ich will auch mal eine Ente machen oder eine Gans, dann brauchst du einen ganz großen. Wenn du sagst, ich will einfach generell für ganz viele Leute was zubereiten, dann ist die Größe 9 in aller Regel eine sehr gute Wahl. Die zweite wichtige Frage ist die Frage nach Füße ja oder nein. In dem Fall, ich heb ihn mal hoch habe ich hier einen mit Füßen, der eignet sich hervorragend, wenn ich meinen Dutch-Oven immer mit Briketts betreibe. Das heißt, ich werde den auf gar keinen Fall auf den Herd stellen oder auf den stellen oder ähnliches, sondern immer mit Holzkohle oder Briketts arbeiten. Dann ist der super. Wenn ich aber mehr Flexibilität haben will, und das ist mein persönlicher Favorit, empfehlen wir immer den Kollegen ohne Füße zu nehmen. So hat es den Vorteil, ich kann ihn wunderbar zum Beispiel hier auf dem Kochfeld abstellen und kann jetzt auch auf dem Kochfeld arbeiten, was anbraten oder ähnliches. Genauso kann ich ihn in den Gasgrill stellen, habe aber gleichzeitig die Flexibilität durch dieses kleine Edelstahlgestell hier, dass ich ihn trotzdem auch nutzen kann mit Briketts drunter. Ich kann nämlich jetzt auch die Briketts ganz einfach unter das Gestell stellen und habe im Prinzip exakt die gleiche Einsatzmöglichkeit wie bei dem hier. Noch ein kleiner Lifehack: so ein Ding wiegt ein paar Kilo. Mit Inhalt drin noch ein paar Kilo mehr. Und wenn ich so ein Ding in eine Feuerstelle stelle, die nicht auf Stein ist, sondern wo zum Beispiel einfach nur Erde ist, dann sackt der ein und erstickt euch die Briketts. Haben wir selber schon zigmal erlebt. Das heißt, man muss sich immer was Festes drunter stellen. Mit dem Teil hier, bei dem Dutch Ofen ohne Füße, habe ich dieses Edelstahlgestell dabei. Wenn ich so hinstelle, wird es sicher auch irgendwie einsacken. Ich könnte es aber auch einfach umdrehen. Und dann habe ich viel mehr Auflagefläche. Das ist so ähnlich wie das Schneeschuhprinzip. Ein Schneeschuh ist ein Schuh, der ganz viel Auflagefläche hat. Damit sagt man nicht ein. Das sagt auch weniger ein. Deswegen würde ich dieses Modell auch eher für den Outdoor-Zweck, wenn ihr mal irgendwo seid und eine Feuerstelle anlegt, empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn. Weiterer kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt einen Dutch Oven kaufen wollt, achtet darauf, dass der hier am Deckel so ein Pfeil hat, dann ist nämlich genau hier im Deckel auch so eine Einkerbung. Die findet sich hier unten im äh, Topf auch nochmal wieder. Und wenn ich die übereinander lege, habe ich da ein kleines Loch und durch dieses kleine Loch kann ich wunderbar einen Thermometerfühler durchstecken. Ich kann also zum einen mal nachmessen, wie heiß ist es ist in meinem Dutch Oven. Zum anderen, wenn ich da drin eine Ente zum Beispiel zubereite oder einen Huhn oder auch ein, ein Steak oder ähnliches, dann kann ich auch mal einen Thermometerfühler. In mein Stück Fleisch, in mein Grillgut stecken und kann eben die Kerntemperatur überwachen. Ist eine super Geschichte. Ansonsten empfehle ich noch, wo wir schon bei Kauftipps sind, hebt so ein Ding mal im Laden an. Wenn ihr merkt, oh, der ist aber leicht, dann stimmt da was nicht. Dann ist das Material ganz dünn oder ähnliches. Genauso, wenn das sehr blass ist, ist das schon ein Zeichen dafür, dass das vielleicht nicht die beste Qualität ist. So ein Dutch-Oven sollte pechschwarz sein. Das ist Gusseisen und da sollte richtig was wiegen, dass du sagen kannst, jawohl. Ich kann die beiden so nehmen und spare mir dann die Handelbank. <laughs> oh, ist schwer, Alter. Gott, oh Gott. Um den Deckel nicht ganz außen vor zu lassen, möchte ich auch dazu noch kurz ein paar Worte verlieren. Denn mittlerweile hat sich diese Deckelform eigentlich als Standard etabliert. Das heißt, wir haben oben drauf einmal diesen Henkel. Damit kann ich den Deckel letztlich anheben dann habe ich drei Standfüße dran, sprich, wenn ich ihn umdrehe, kann ich ihn hinstellen, wenn ich so eine kleine Erhöhung mir gebaut habe, Feuer drunter oder Kohle drunter, kann ich ihn noch um umdrehen, auf diese Standfüße stellen und dann diese Fläche wunderbar als Pfanne nutzen. Wir haben uns da beim Angeln schon oft Spiegelei oder ähnliches drin gemacht oder ja, Baked Beans oder sowas, die kann man natürlich auch im kleineren Gerät machen, aber der Deckel ist also letztlich auch noch eine Pfanne, die man mitverwenden kann. Natürlich gibt es auch noch ein paar Exoten bei den Dutch Oven. Dutch Oven, ach ihr wisst, was ich meine, Plural von Dutch Oven. Äh, und zwar zum Beispiel so eine Kastenform. Damit kann ich beispielsweise ein Brot backen oder so eine Kastenform ist auch super für eine Lasagne geeignet. Ne, oder Kuchen, was auch immer. Das heißt, es ist letztlich einfach nur ein eckiger Dutch Oven, in dem Fall auch ohne Füße. Ist auch meine präferierte Form. Ansonsten gibt es auch kleine Geräte. Diesen hier hat Julian extra mitbestellt, weil er sagte, da drin können wir wunderbar mal eine Soße machen. Sehe ich genauso. Ist klein, aber fein. Kann man mal ein Süßchen nebenbei machen. In den ganz Kleinen hier, die sind für mich persönlich eher Gag, aber natürlich zum Anrichten super geeignet, wenn man mal Gäste hat und Kleinigkeiten anrichten will. Das eine schöne Sache. Auch da kann man natürlich Kleinigkeiten drin anbraten. Dann gibt es noch ganz große Dutchöfen. Die haben wir jetzt nicht hier. Also es gibt wirklich alle möglichen Formen für einen Einsteiger. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, diese Form, die runde Form. Ich glaube, die 9er Größe ist der Klassiker. Ansonsten die 6er ist so der Einstiegs-Dutch-Oven. Gut, kommen wir abschließend noch zu ein bisschen Zubehör und Pflegehinweisen. Und das wichtigste Teil, was ihr besitzen solltet, ist ein Deckelheber. Wird auch bei fast jedem Dutch-Oven mitgeliefert. Und der ist ganz einfach anzuwenden. Ich kann hier in diese, äh, diesen Henkel gehen und einfach meinen Deckel anheben. Kann reingucken, was Phase ist. Und kann ihn entspannt wieder draufsetzen ohne meine Hände zu verbrennen. Wahlweise empfehle ich auch immer noch feuerfeste Grillhandschuhe, also irgendeine Handschuhe, die Temperaturen abkönnen. Dieses Teil hier ist ein kleiner Gussrost. Mit diesem kleinen Gussrost kann man auch schöne Sachen machen, zum Beispiel ein Steak drauflegen und darunter Gemüse im Dutch Oven schmoren. Ich könnte auch eine Ente oder ein Huhn drauflegen, darunter meinen Sud haben und so weiter. Das heißt, dieser Rost kommt im Endeffekt in den Dutch Oven rein und man kann eben viel damit machen, Ist würde ich eher sagen optionales Zubehörs braucht man nicht zwangsläufig ist aber ein cooles Teil gerade wenn man auch mal eine Ente oder sowas zubereiten möchte gut ansonsten ach so ganz ganz wichtiges Teil steht ja völlig präsent <laughs> und direkt vor mir der Tisch wenn ich so wie wir hier so eine Dachterrasse habe dann habe ich nicht unbedingt eine Feuerstelle. Und dann eignet sich natürlich auch so ein feuerfester Tisch, um darauf mit dem Dutch Oven zu arbeiten. Denn dann kann ich auch hier bei uns im urbanen Hannover mit einer Dachterrasse mit Briketts arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, dass mir hier alles abbrennt. Also ein Tisch ist auch eine coole Sache, ist aber auch eher als optionales Zubehör zu betrachten. Beim Reinigen sollte man im Prinzip nur darauf achten, dass man letztlich nur mit Wasser reinigt. Das heißt, heißes Wasser, kein Spülmittel, das macht Guss kaputt. Und wenn mal was anhaftet, gerade am Anfang, wenn so ein Ding neu ist und die Patina noch nicht so groß ist, das ist so eine natürliche Schutzschicht, die entsteht bei so einem Gusseisen, ja. Wenn die noch nicht so groß ist, dann kommt es schon mal dazu, dass Fleisch anhaftet oder ähnliches. Verkrustungen könnt ihr mit so einem Rin Ringreiniger, heißt das Ding. Sieht aus wie ein. Guck mal hier. Das ist ein Kettenhemd. Ist mir nur ein bisschen zu klein. Ich habe XS gekauft. Hätte ich vielleicht mal naja, ich sag mal, wenigstens M kaufen sollen. Also dieses Catnap, diesen Ringreiniger kann ich nehmen und kann dann Krustungen, Verkrustungen lösen, ohne meine Patina zu zerstören. Ist auch oftmals beim Dutch Oven schon dabei, wenn man einkauft. Ansonsten ähm, zum Einbrennen, das heißt, nach dem Benutzen sollte ich ihn ölen. Da kann ich dann entweder so ein extra Dutch Oven Öl oder so eine Paste nutzen. Ich kann aber auch Rapsöl oder Pflanzenöl nehmen. Und vor der ersten Benutzung sollte man ihn einbrennen. Dafür brauche ich auch Öle oder so eine Paste. Dazu haben wir aber ein extra Video. Das verlinken wir euch jetzt hier oben und natürlich in der Infobox. Da findet ihr sowieso ganz, ganz viele tolle Informationen noch. Gesundheit. Ich glaube, es war ein schnelles Auto. In der Infobox findet ihr noch ganz viele Informationen. Und da haben wir euch dann dieses Video auch nochmal verlinkt, Dutch Oven einbrennen, solltet ihr unbedingt angucken, gerade wenn ihr euren ersten Dutch Oven gekauft habt. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle, ich freue mich über einen Daumen nach oben, schreibt mir eine Kommentare, wusstet ihr das alles schon, wusstet ihr es nicht, braucht ihr noch mehr Hilfe, wir drehen gerne noch ein Video, bis zum nächsten Mal, reingehauen, ciao.